So, hallo meine Freunde. Jetzt mal zu einem Spontanspiel. Ich wurde hier zu einem Pink Slip, also irgendein Spiel eingeladen, zu einem Freundschaftsspiel. Also der hat mir das jetzt alles erklärt. Der L2782001, ich denke mal er heißt Luis. Spiele ich mal hier mit meinem Super League Team. Okay. Da muss ich mit England spielen. Ist wohl Wolfsburg-Fan, wie es aussieht. Ich habe das zwar alles erklärt bekommen, aber sei mir nicht böse, wenn du das jetzt guckst. Ich hab's irgendwie immer dann irgendwie begriffen. Aber das Spiel wird bestimmt spar. Okay. Ich könnte jetzt sowas von vernichtet werden, dass es nicht mehr feierlich ist. Es wird schwierig sein, durch diese Abwehr durchzukommen. Du könntest vielleicht meinen Robben gebrauchen. Auf der rechten Seite so für 300.000. Das wäre so ein Ersatz für Müller. Oh Gott, ich werde hier sowas von zerstört. Ach, Lewandowski auf der Bank. Die erste Ey, komm. Der Saison für diese Konkurrenten und sicherlich die Oh Gott. Oh. Mehmet Yildiraz wird die Partie heute pfeifen. Ein Türke pfeift unser Spiel. So, ich versuche jetzt erstmal irgendwie einen ruhigen Aufbau hinzubekommen. Oh Gott. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschlag. Oh Gott, jetzt hat er schon Ball. Nein! Das geht dann schnell. Solche Leute sind gut beim Kontern. Jo. Jo, der ist gut beim Kontern. Oh, Gujan! Meine Torwart-Legende. Und sich den Ball holen. Ja, das ist der moderne Fußball. Ja, genau, auf den bist du jetzt nicht gefasst, auf den Gujan, meine Torwart-Legende. So, jetzt gehe ich ab. Jetzt gehe ich ab. Komm, 92 Tempo. Das ist besser als in Javi Martinez, der einen Kreuzbandriss hat. Müller. Ey, da musst du ihn hin. Whitehead. Die Legende im Mittelfeld, Whitehead. Und das ist die moderne Ausprägung des Verteidigers. Harris. Mit nach vorne. Ah, ich muss Whitehead wieder ran. Ramos. Hast du Malanda? Also hier, der Lattenkönig. Ich habe jetzt nur auf deine Auswechslung geguckt, deshalb. Musst du mir mal schreiben. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Oh, jawohl. Oh nein! Hummels. Das ist so grausam. Blaschikowski. Hummels. Wie leicht er das hat. Ah, endlich mal ein Ball. So, den wollen wir nicht gleich wieder verlieren. Whitehead. Jetzt her. Das ist Tempo. Na gut, ohne so viel, aber. Ah, Leno. Nicht fallen lassen. Festgehalten. Oh, das ist die Abwehr offen gewesen. Da habe ich nochmal Glück gehabt. Gut, das war durchschaubar. Wo ich hinspiele. Whitehead. Oh, viel zu weit. Müller. Benatia. Ja. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. So, Blaschikowski. Das ist schon klasse. Ist er nicht für rechts? Ist das kein rechter Mittelfeldspieler? Der Blaschikowski. Ich hätte jetzt wirklich mal auf deine Teamchemie achten sollen. Weil die beste Besetzung für die linke Seite. Wer entweder Shaqiri, weil der hat auch Spanisch. Tempo! Grandios. Scheiße! Und das wird herrlich gemacht! Und oh, den hätte ich noch geklärt. Wer ist denn die beste Besetzung? Eigentlich Ribéry. Ribéry ist zu teuer. Also nimmt man sich dann so, solche Pseudo-Ribéries. Wie zum Bleistift. Luis Gustavo. Nee, nicht Luis Gustavo. Jetzt ist ja, das war klar. Was so ein Kackpass. Naja, ich hab noch was auf der Bank. So schlecht schlage ich mich dann mal gegen ein Goldteam. Doch. Ey, wisst mir, du nimmst dich jetzt nicht auseinander.
das versuche ich zu verhindern mit meinem Gujan im Tor. So. Ich werde den hier ausgeschlachtet. Das lasse ich nicht zu. Das lasse ich auf keinen Fall zu. Ohne Kampf, kein Ball. Gut gemacht. Der landet irgendwie vorne. Nein, da muss er abgehen. Platz für 61.000 Zuschauer bietet die Heimspielarena des legendären FC Schalke 04. Bei internationalen Wettbewerben verringert sich diese Zahl. Spiel müssen wir Europa-Arena. Zwar ein wenig, dennoch erlangte die Felddienst-Arena den Rang eines komm. Nein! Sie dürfen theoretisch zumindest also auch Endspiele der Königsklasse ausgetragen werden. Müller. Jetzt läuft der Ball. Ey, du hast mich schon richtig durchschaut, was ich machen will. Das ist nicht mehr feierlich hier. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Tor. Nein! Oh, Kacke. Ich mach mir noch mein Headset kaputt. Oh, Scheiße. Kagawa. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. Na gut, meine Mittelfeldspieler haben nicht so viel Skill wie meine Stürmer. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Nein, du bist zu langsam gegenüber Hummels. Macht einen Fehler, Eckball. Habe ich gesehen. Das brauchst du gerade. Oh, Gujan, das müsste ich wirklich mal wechseln. Freund. Das wird jetzt eine schöne Ecke. Oh! Gut. Oh! Gut gehalten. Das war nicht einfach. Oh ja, das ist ja Nervenspiel gegen dich. Wenn ich dich mit du anschreiben darf. Ja, oder ansprechen darf. Du wirst das Spiel bestimmt schauen. Können Sie die Flanke vermitteln? Wie ich hier zerstört werden könnte. Wie ich mich trotzdem wacker schlage. Mit meinen. Na gut, das machen eigentlich meine Stürmer bloß aus. Die sind schnell, wendig. Ja, das ist das Einzige, was die kennen. Schnell und wendig. So, ach komm. Und die Aktion hat einen Eckball. Hat letztes Mal schon geklappt. Oh. Boah. Reg dich nicht auf, mir ist es auch schon passiert. Leeres Tor. Bin nicht getroffen. Antonio! Ja! Nein! Da! Walking Foul. Oh, jawohl. Eine Halbzeit. Soweit habe ich es gesagt. Dann nehmen wir erstmal einen kleinen Schluck. Ach, Xabi Alonso auch noch so einfach. Dein Team ist nicht mehr feierlich, ich sag's dir. Ich hab vor 2 Jahren ein Bundesliga-Team aufgebaut. Das war auch nicht feierlich. Das hat vor allem lange gedauert, ohne Coins die ganze Zeit ohne Coins zu ziehen. War auch eine halbe Ewigkeit für. Ja. Hm. Ja, mal ein bisschen schon. Bisschen schon die Spieler. Zwei alte bringt's nicht mehr. Zwei neue so. Kommen frisch ins Spiel. Pace ohne Ende. Der Schiedsrichter pfeift die Partie an. Die zweite habe ich jetzt rausgenommen. Läuft. Entweder habe ich jetzt Wähler rausgenommen oder Antonio. Oder Antonio spielt irgendwie immer wieder. Oder immer noch. Und nun Adrian Ramos. Hör mir auf! Ey, hol mir doch auf, ey! Immer werde ich so billig ausgekontert. Nach Maß gearbeitet. Das hat immer am Anfang von irgendeinem Kackspiel. Ja, Mann, das gucke ich mir noch 10 Mal an. Das ist ja überragend gemacht. Ey, komm. So einfach darf das dann nicht gehen. Arjen Robben den Ball. So, hier. So muss das machen. Nein, Nikolai Müller! Ey! Und der Robben liegt dort noch. Lass den ja nicht kaputt gemacht sein. Ach
komm, komplette Abwehr ist offen. Leck dich doch. Robin. Wir brauchen dich hier hinten. Eine leichte Beute, so macht die Balleroberung Spaß. Nein, verletzt. Oh. Spiel zu Ende. Deinen Vertrag habe ich jetzt Robin sinnlos verballert. Am Ende ist bloß irgendwas im Schulter wieder. Oh, ein Schritt. Ein Schritt, ey. Nikolai Müller. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus mit dem Silberteam. Die sind alle ein kleines Stück schneller als meine Abwehrspieler. Villa. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Hey. Das ist Robin. Nee, nicht gegen Gujan. Springen! Kackball. Nee. Der rennt in mich rein, eindeutig. Wenn der da hier, so reingeht, schau, dann ist es ja wohl klar, der fällt da bloß. Wird. Da gibt es kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Immer dieses hier. Ballgeschiebe. Hab ich. Ja, gut, hat er doch nicht. Mit dieser Einstellung gelingen, die Führung auszubauen. Machen wir es mal, wie wir es immer machen. Wenn er dann meinen Trick raus hat. Robben. Arjen Robben im Ballbesitz. Gut, das war's jetzt erstmal mit Robben. Ja, er hat sich den Ball wiedergeholt. Gut gemacht. Irgendwie läuft es überhaupt in der zweiten Halbzeit. War ja in der ersten Halbzeit besser dagegen gehalten. Arjen Robben um den Ball. Ja. Hey! Abseits. Junge, zeig dir mal abseits. Also, das war easy. So, und hier sehen wir nochmal ganz deutlich, was wir alle nicht mehr geglaubt haben. Er kann einen Ball festhalten. Das war eine Torhüterparade. Schieß doch aus Tor! Du kannst da 1000 Sekunden eher schießen. Was machst du denn? Und nun Adrian Ramos. Das war mein ganzes teures Mittelfeld. Ausgespielt mit dem Ball. Dass Robben mal passt, ist ja auch ein Wunder. Oh Gott. Das ist eine Grätsche. Nicht ist. Jawohl. Jawohl. Das war super. Das war elegant. So, Robben. Jetzt komm. Jetzt machst du. Oh. Dann immer so brutal stoppen. Das mache ich doch auch nicht. Robben. Wenn er auf Tempo ist, dann hast du Arschkarte. Da ist ein Spieler am Boden, könnte es. Nein! Ups, nee, oder? Viel gefehlt. Oh, du musst da bloß noch einschieben. Ja, wenn ich so einen Spieler habe, dann mache ich auch was mit dem. Die verstehen sich blendend. Am besten irgendwie einen 99er Vertrag geben, den Robben. Jawohl, Gujan! Leg dich da am Arsch, ja. Jawohl. Mit all seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er da. Jawohl, im Strafraum. Ich habe ganz fair gespielt. Nikolai Müller. Wenn der sich verletzt hat, da kann ich nicht dafür. So fair habe ich noch lange keinen mehr gestoppt. Hier, das war zum Beispiel nicht so fair. So, jetzt geht's. Nikolai Müller.
Geht ab, der Müller. Was für ein cooler Ball. Jetzt weiß ich, warum der beim HSV spielt. Junge, 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 Junge. Jetzt weiß ich, warum der HSV absteigt. Also. Schöner Ball. Einwurf. Ich hab Einwurf. Nee. Hat er kein Mist. White hit. Luis Gustav. Ho, was für eine Balleroberung. Eieiei, das ist nachlässiges Abwehrverhalten. Arjen Robben den Ball besitzt. Geh, hol dir den Ball. Lahmes Stück Scheiß. Tschüss. Müller. Nein. Da läuft er ganz weit raus und kontrolliert den Ball. Und das ist... Nein! Nein, Gujan! Das hat er gesehen. Das hat er gesehen. Kugel aufnehmen, weiterspielen und quasi den nächsten Angriff einleiten. Robben. Jetzt ist er ganz frei durch. Ich habe ja immer die Horrorvision, dass der Ball ihm durch die Beine rollt. Aber das hat er ganz, ganz locker gemeistert. Frage ist, ob der sogar bis ins Tor kommt. Komm, Erntor. Vielleicht kriege ich noch einen Erntor hin. Und lasch, wie der war. Oh Gott, nicht mit Erntor. Nicht mit Erntor. Nimm mit dieser Mannschaft. Nicht online. Ja, gut, ich brauche doch eh eine goldene Goldmannschaft langsam. Oh Gott, das war ja. Liebe Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Zwei Eier, die ich von dir in mein Tor reingelegt bekommen habe. Diese Durchschnittsbewertungen. Oh, ist das bitter, ey. Oh Gott. Oh, ich hab was verdient. Oh ja. Der ist schon so gut, gegen den bekomme ich bloß eine 0,88 doch. Man sollte bedenken, das ist erstmal eine zweite Niederlage bei Food. Oh nein. Tordifferenz minus 2. Also. In 3 Monaten machen wir noch ein Spiel. Ein Rückspiel. Mal gucken, wie gut ich da bin. Ja. Ich spiele jetzt kein Spiel. Hey, ja, Dirty. Gut, jetzt weiß ich, wer das auch war. Von dem habe ich auch eine gute Erklärung bekommen, warum er mit RB spielt. Auch Spaß, um die anderen zu ärgern. Gut, ist eingeflasht, ein Dynamo-Fan, also. Was soll's. Ja. Und wie krieg ich jetzt diese komischen Münzen? So, war jedenfalls ein schönes Spiel. Danke fürs Zuschauen. Oder bekomme ich jetzt noch die Münzen? Warte, schauen wir mal. Gehe ich nochmal hier drauf. So. Schreibe mal Glückwunsch. Wo ist das Ü? Nee. Da! Glück. Glühwein, ja. Glühwein ist auch bald wieder. Senden. So. Mal gucken. Wird jetzt ein bisschen länger noch die Folge werden? Ja. In der Woche. Ha, Loverage. Loverage. So, mal gucken. Ja, also das Video, das läuft noch. Schauen wir mal. Montag. Optimistisch. So. Da sage ich mal, danke fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal. Und das war